Ich wurde natürlich erstmal völlig fett geflasht von der Stadt. Oh. Scheiße. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem geschmeidigen Minecraft. So, Countdown Timer muss ich noch. Ich mache den nicht mehr in der Folge an. Und zwar aus dem Grund, weil ich immer wenn das so geil aussieht, wenn ich FUBA 2000 öffnen muss. Und das Lied soll ich auch immer eigentlich zeitgleich starten. Und damit zumindest nicht so arg anti-zeitgleich startet. Was war das eigentlich gerade? Mache ich den Timer an. In der Folge. Genau, so. Ja, ich bin gerade noch ein bisschen verpennt, weil ich hatte gerade eine 16 Stunden Fahrt hinter mir. Und zwar von London nach Esslingen, nach Stuttgart, also in der Nähe von Stuttgart. Deshalb bin ich noch ein bisschen müde, sagen wir mal so. Denn ich bin jetzt heute zurück von London. Wir haben zwar schon 11:30, aber ich habe auch hier noch ein bisschen gepennt dann, also wir haben eine Nachtfahrt und deswegen bin ich ja noch ein bisschen wundert, also nicht, wenn ich ein bisschen bekifft klinge, das liegt nicht daran, dass ich gerade irgendwie was genommen habe oder so, das liegt einfach, ja, wie gesagt, an der Nachtfahrt. So, auf jeden Fall in der letzten Folge, was hatten wir eigentlich da gemacht? Also es war jetzt eine Woche her, weil ich da noch voraufgenommen habe. Jetzt sind wir nämlich wieder schön aktuell hier aus Deutschland. Okay, da fahre ich auch schon aus Deutschland, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Und die Folgen werden jetzt auch wieder, ja, ein bisschen Überlänge haben immer. Ja, vor waren es ja nur 18 Minuten, habe ich den ganzen Monsterfall einmal mal in der Woche gebaut. Und ne, ich konnte auch auf meinen Kanal jetzt die ganze Woche lang nicht durch. Ich bin ein, zwei Mal drauf gekommen, weil wir da WLAN hatten in unserem Hotel. Das war dann eigentlich ganz cool. Ich habe halt nur gesehen, dass ich ein paar Leute sich an mich gewandt haben, wegen irgendwas kontaktiert haben, sowas. Und wieso bin ich eigentlich gleich, ich bin irgendwie so ruhig heute, liegt vielleicht an London, aber ich weiß nicht, vielleicht hat London mich auch ein bisschen ruhiger gemacht, obwohl ich schon nicht voll crazy ist, egal. Was mache ich eigentlich? Ich laufe einfach mal ein bisschen rum und erzähle mal ein bisschen. Wir sind nicht in der Nähe vom Haus 2, sind also nicht, dass jetzt die Kommentare kommt, du bist doch gar nicht in der Nähe von dem Haus, geh doch mal dahin. Ne, da habe ich ein bisschen mit Leuten geschrieben und ich konnte ein paar Mal auf dem Kanal zugreifen und habe gesehen, irgendwie kommen die Videos besser an, wenn ich weg bin. Ja, klingt ein bisschen traurig, hatte ich aber zumindest so das Gefühl, ob so wirklich ist, weiß ich nicht, aber irgendwie hatten alle Folgen so um die 10 bis 20 Aufrufe, ich weiß nicht, fand ich irgendwie ganz cool. Vielleicht ist einfach meine Abwesenheit, vielleicht habe ich so eine Antistrahlung. So, da hinten ist Wüste, da gehen wir jetzt mal hin, ich weiß nicht. Ja, jetzt habe ich mir überlegt, über was ich denn reden soll jetzt in der Folge davor. Ich hab mir echt mal einen Plan gemacht. Und dann dachte ich mir so, vielleicht rede ich über London einfach mal ein bisschen, wie das da so war jetzt die Woche. Da ich ja jetzt auch wirklich was erzählen kann, darauf habe ich nur gesagt, oh, war voll cool jetzt oder ist noch voll cool, aber jetzt kann ich wirklich sagen, wie es wirklich war. Und es war auch wirklich cool, da muss man jetzt weiß nicht scheiße oder sowas. Es war schon geil, muss man so sagen, die Stadt ist irgendwie voll abgedreht. Und ich merke schon wieder, wie meine Lippen voll trocken werden. Ich hätte mir auch überhaupt nicht... Aber ich habe dann was. Guck mal, ich habe dann hier ein Wasser stehen. Aber nicht jetzt. Ja, und ich muss heute Freitagabend nehme ich wieder auf. Ich wollte eigentlich erst am Samstag aufnehmen. Habe ich aber gemerkt, oh mein Gott, ich gehe morgen noch mit der Familie zum Chinesen. Dann habe ich so gemerkt, scheiße, muss ich heute noch aufnehmen. Und jetzt nehme ich heute noch ein bisschen auf. Ich will wahrscheinlich gleich zwei Folgen aufnehmen, weil ich meine, wenn schon, denn schon, ne? Ja, London war irgendwie komisch. Also, das heißt komisch, die Fahrt war geil. Die Fahrt war geil, die Fahrt war komisch, London war geil, so rum. Wir mussten auf einem schlafen, da gab es eine Nachtruhe ab 12 ungefähr. Ich meine, ist ja nicht so, dass man in der 8. Klasse auch irgendwie mal selber entscheiden kann, ob man ins Bett gehen möchte. Nein, die Lehrer haben es anders gesehen. Kein Dorf. Das Lustige dabei ist eigentlich ja nur gewesen, dass wir so ab 12 Uhr Nachtruhe hatten. Allerdings dann, weil wir waren nicht zwei, also das heißt wir, es gab zwei Fahrer. Und die haben sich immer abgewechselt. Nur blöd halt, wenn die Lehrerin bei jedem scheiß Fahrerwechsel es ansagt und somit sind wir immer alle 3-4 Stunden geweckt worden, weil die Lehrerin ins Mikrofon gebrüllt hat, Fahrerwechsel,
wir machen nur kurz eine Pause, weil die Fahrer, weil wir haben nicht mehr angehalten, weil man kann ja nicht während der Fahrt Fahrerwechsel machen wie in irgendwelchen Actionfilmen oder so. Ja, finde ich immer auch. Und dann haben die Lehrer immer dann das Mikrofon, weil der hat nämlich vorne immer im Bus ein Mikrofon. Kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr auch schon auf so einer Fahrtschule haben oder so eine Scheiße. Weißt du, dann haben die immer so gesagt, jetzt Fahrerwechsel, dann sind immer alle aufgewacht, haben alle wieder rumgeredet. Weißt du, man möchte doch nur schlafen gehen. Weißt du, das war also auch so eine Logik von den Lehrern, die raff ich einfach nicht. Aber es ist eine andere Geschichte. So, guck mal, hier sind Bücherregal. Die Bücherregal sind übel gut, aber was hat er denn eigentlich so? 11 Bücher für 1 Smaragd. Smaragd. Weißt du, ja, nehmen wir auf jeden Fall mal die Bücher erstmal mit. Na, aber gut, ich möchte eigentlich nicht über die Fahrt erzählen, nicht mehr, ich rede 5 Minuten lang über Scheiße. What the fuck? Sind die Monster an? Boah, ich weiß gar nichts mehr, ne? Als ob ich einfach nur ein Vollidiot wäre. Okay, Monster sind an. Hat er noch mehrere Angebote? Weißt du, ich glaube, am nächsten Update geht mal aus dem Weg hier, ey, man. Will mich jetzt umbringen? Nee. Okay. Hexe, Creeper, Spinne, alles so, was man halt so möchte. Dann machen wir halt in London. Morgens um. Nee, das heißt morgens, mittags um. Nee. Vormittags um 10 ungefähr, mein Gott. Was haben wir da gemacht? Boah, ich weiß, es war so lange her, sind wir für alter Bild. Alter, hast du ein Bild machen? So. Und dann, was haben wir denn da gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe hier noch einen Zettel. Ne, habe ich natürlich nicht mehr. Habe ich mir, glaube ich, weggeschmissen oder sowas. Weiß nicht, ich behalte Zettel nie. Wie ruhig ich in der Folge bin. Voll krass, ey. Ne, ich brüll mal nicht ins Mikro. Dafür brüllt der PC mit seinem Lüfter ins Mikro, aber so was anderes. Ich finde es krass eigentlich gerade, so eine ruhigere Folge. Ich weiß nicht, gefällt euch sowas? Ich meine, ich kann das sowieso nicht ändern. Ich meine, ich rede halt so, wie ich rede. Da kann ich jetzt nicht sagen, jetzt rede ich mal ruhiger, jetzt rede ich mal ein bisschen nicht so ruhig. Wo? Alter, wie weit der Fall geflogen. Ich hätte ihn mal hier runter. Guck mal, ich muss Carrots essen. Was haben wir denn da? Also wir sind raus. Genau, dann hatten wir unsere erste, weil wurde natürlich erstmal voll fett geflasht von der Stadt. Oh. Scheiße. Er wurde natürlich voll erstmal geflasht von der City. Ich meine, du kommst aus einer Stadt mit. Oh, okay, jetzt sollte ich aber erst aufhören. Du kommst aus einer Stadt mit 100.000 Einwohnern, jetzt in meinem Veräßlingen oder auch Stuttgart. Ich habe ja früher in Stuttgart gewohnt. Sie hat eben 600.000 Einwohner. Das ist ja alles relativ klein im Gegensatz zu London. Mit 5 Millionen Einwohnern hat, glaube ich, London. Und dann bist du in der Stadt, kommst da raus und siehst erstmal so fette Hochhäuser, die halt einfach nur dich voll umhauen. Das ist, glaube ich, nicht so die Höhe, sondern diese Anzahl einfach. Und dann, wie einfach jeder Typ mit einem scheiß Anzug rumläuft. Da kommt man gar nicht drauf klar irgendwie. Und dann kommst du da so raus irgendwie. Dann war man dann so ein Bahnhof, wo, Alter. Und die haben auch so ein ganz komisches U-Bahn. Das heißt ja mal ganz komisches. Natürlich ist es so wie in Deutschland, aber dieses Managen. Ich finde generell London hat kein Müllproblem. Also, ne, wer SimCity ist. Eigentlich ist es ein Thema für SimCity. Spreche ich bald mal an mit Yamato. Und jetzt kommt der Standardsatz. Viele Grüße an ihn. jetzt habe ich wieder voll meinen Faden verloren. So richtig aber. Jetzt weiß ich, Alter, ich weiß, hallo Skelett, ich liebe dich auch. Du musst mir nicht die Pfeile in den fetten Schädel rammen. Ist er. Oh, wir haben einen Bogen bekommen. Bogen. Warte mal raus. Warte mal, hier so der Kies. Hier braucht auch keine. Aber warte mal, ich brauche aber auch keine Knochen. Wobei, warte mal. Ich würde aber mal so machen. Hallo Zombie. Jetzt habe ich echt komplett meinen Faden verloren. Und vor allem meinen Faden. Und Spaß, ich habe echt keine Ahnung mehr, wo ich gerade war. Hallo, Alter. Ey. Komm her. Oh. Scheiße. Ich probiere mich gerade. Genau, das. Ja, ich habe über das System geredet von London. Ich finde, die haben. Was heißt, ich finde, die haben einfach. Alter, wie viel.
Ich muss sie mal eben, ne? Wir haben echt, wir haben so ein krasses System. Ich meine, es kann keine Schwarzfahrer geben in den U-Bahnen. Und somit dann, also vielleicht soll ich erstmal von vorne anfangen. Die haben nämlich vorne in U-Bahn, bevor du da reingehst, in diesen in Bahnhofszone, sage ich jetzt mal, haben die da so einen Ticketschalter. Das heißt, so ein Ticketschalter ist so ein Scanner, wo du halt dein Ticket reinhalten musst. Das ist gerade die Musik wieder voll aufdringlich. Alter, ich muss, Alter, ohne Spaß, Alter, ich muss weg, ich muss, Alter. Ich muss hier, so, ich gehe mal eben weg hier. Ist echt gute Nacht, gerade über ein Thema zu reden, wo ich mich überhaupt nicht konzentrieren muss, aber dann über die Nacht konzentrieren, oder das Lava. Lava, Lava. So. Guck mal, hier ist denn da Katzen, auch geil. Um Pferde. Nee, aber, ne, weil das gibt nicht so ein Ticket, da musst du dein Ticket reinhalten. Und erst dann öffnet sich so ein kleines Tor zur Bahnhofszone. Das heißt, es gibt keine Schwarzfahrer, aber die kommen ja nicht rein ohne Ticket. Außer die klettern natürlich drüber, aber da stehen überall so Officer. Die haben alle so, so gelbe Westen und voll geil. Und ne, deshalb gibt es einfach keine Schwarzfahrer und somit auch keine Obdachlosen. Was heißt Obdachlosen sind ja nicht gleich was Negatives, aber naja gut, sie verschönern das Stadtbild jetzt auch nicht gerade, ne? Muss man ja mal so sagen. Weil Obdachlose betteln ja dann, weil in Deutschland betteln die ja immer an Bahnhöfen oder sowas. Weißt du? Und in England müssten die ja eigentlich erstmal dafür ein Tick. What the fuck? Was ist das denn gerade für ein schädiger Zombie eben? Weil, in England, was heißt in England, in London, England hat ja eigentlich nur London als große Stadt, ist mir auch erst so aufgefallen oder bewusst geworden, dass England eigentlich nur London hat als Großstadt, so. Hätte noch so ein paar andere kleine Großstädte auch gehabt, aber, ne, ist ja jetzt mal wieder zum 10er zurückzukommen. Hallo, da in welchen England betteln, oder in England gibt es eigentlich generell voll wenig Obdachlos, ich weiß nicht. Also entweder haben die eine extrem niedrige Arbeitslosigkeit, hallo Creeper. Oder die betteln halt irgendwo, wo sowieso keiner vorbeikommt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die haben einfach ein extrem durchdachtes, was Deutschland echt mal nicht schaden würde. Ein durchdachtes System einfach. Generell so ein ganzes Schatzsystem. Aber komplett durchdacht in England. Oder in London jetzt. Ne? Und auch, was ich auch krass finde, ist, mein Gott, hier kommen viele Sprachstörungen. Ist, dass die keinen Müll haben. Oder das heißt kein Müll, die haben kein Müllproblem. Klingt, glaube ich, ein bisschen logischer. Kein Müllproblem da irgendwie. Und jetzt kommt das Ironische. Es gibt so wenig Mülltonnen in London. Ich meine, du schleppst deinen Müll teilweise echt Kilometer durch die scheiß Innenstadt. Bis du mal an einem Bahnhof vorbeikommst oder so, so an einer Underground, wo mal irgendjemand gedacht hat, da mal einen Papierkorb oder das hinzustellen. Oder du machst es einfach ganz geil und schmeißt ihn einfach mitten auf dem Wagen von denen, die die Stadt sauber machen. Weil ich glaube nämlich daran liegt das Geheimnis, dass es einfach keine Mülleimer gibt, deshalb schmeißen die Leute ihren Müll auch nicht auf den Boden. Klingt irgendwie ein bisschen unlogisch, ich weiß auch selber gerade nicht, wie ich meine Logik zusammenfriemel, aber irgendwie scheint es ja so in die Richtung zu gehen, dass wenn es keinen Mülleimer gibt, dann schmeißen die auch nicht ihren Müll weg. Dann behalten sie den, bis ein Mülleimer kommt, weil die wissen, gut, ich möchte in den Mülleimer schmeißen und dann ist ja keiner und deshalb warte ich jetzt, bis ein Mülleimer kommt. Weiß ich nicht. Oder es liegt daran, dass sie einfach extrem viel Putzpersonal haben. Oder beides so ein bisschen, aber auf jeden Fall, was ich auch noch ziemlich krass finde, ist, wenn du jetzt in Stuttgart am Hauptbahnhof rauskommst, kommt dir erstmal so ein hässlicher Großstadtgeruch in die Fresse. Weißt du, es riecht nach Müll, es ist einfach, du hast nicht so dieses Gefühl, dass du einfach jetzt in Stuttgart bist, sondern irgendwie in so einer, weiß nicht, in so einem Slum, so ein bisschen, zumindest ist es bei mir so. Weiß nicht, es ist nicht wirklich so ein tolles Gefühl, das heißt tolles Gefühl, ist nicht so ein neutrales Gefühl, toll hat man es ja auch nicht, wenn man auf den Bahnhof rauskommt, ist es, ich fand in London, als wir da im Bahnhof waren oder rausgekommen sind, also hinein zum Rumbewegt haben, da war extrem wenig Müll. Das ist also irgendwie nicht so, dass da die Bahnhofszone immer so, oder auch das Drogen, irgendwie, dass die Bahnhofszone so das Drogending ist oder sowas. Es ist einfach nicht so. Das ist irgendwie voll komisch einfach. Weißt du, das ist einfach,
voll die verdrehte Welt dort. Und es sind dann auch keine Kaugummiblasen auf dem Boden am Bahnhof, jetzt mit vom Boden natürlich schon irgendwie an Ampeln oder sowas, deshalb einfach so ein fetter Kaugummi im Prinzip am Boden gespannt. Und das finde ich irgendwie so krass, einfach wie die ihre Stadt unter Kontrolle haben noch und nicht so west wie wir hier in Deutschland, wo teilweise einfach gar nichts mehr gemacht wird irgendwie. So zumindest habe ich so das Gefühl teilweise. Finde ich schon irgendwie geil. Einfach dieses durchdachte System. Mit der U-Bahn, dann die Stadt ist komplett sauber. Na, dann laufen überall solche Leute mit so schwarzen Dingern auf dem Kopf rum. Diese Wachmänner da. Naja gut, das war auf jeden Fall so ein bisschen London jetzt zusammengefasst. Ansonsten halt, ja, wir waren im London. Ah ja, Big Ben und so eine Scheiße. Dann muss ich glaube ich nicht alles aufziehen, was man halt so macht, wenn man ein Tourist ist. haben halt so die Spezies Touristen. Ich würde sagen, wir wenden uns mal wieder ein bisschen mit Minecraft zu, weil ich bin jetzt, glaube ich, das ist nämlich Insel hier so ein bisschen. Aber ich bin auch im Kreis gelaufen. Aber soll uns nicht stören, ne? Oder wenn es euch stört, dann tut mir das sehr leid. So, ich hoffe mal, ich konnte euch jetzt ein bisschen meine Woche in London näher bringen. Was ist das denn hier? Warte mal, ist das jetzt neu? Aua. Ist da irgendwas? Ich glaube, wir bauen uns hier mal eben was rein. Oder? Nee, komm, wir bauen uns hier nichts rein. Hab mich ja nun entschieden. Jetzt wüsste ich aber mal gerne, wo, wie, was wir sind. Gut, was wir sind, erklärt sich noch ziemlich gut. Aber der Rest nicht so, ne? Ja. Welcher Koordinat sind wir jetzt? 400? 3900? Ach du Scheiße. Haben wir ein Boot? Nö, wir haben Sachen, uns ein Boot zu machen. So, Crafting. Ah, Table, Rose kann raus. Ah. Oh, ich sollte heute echt früh ins Bett gehen. Das heißt früher. Ich sollte generell mal früher ins Bett gehen. So, Boot. Wenn das jetzt irgendwann kaputt geht auf dem Meer, habe ich halt die Arschkarte, aber ist mir jetzt egal. Denn ich gehe jetzt da rein. Du kannst nämlich gucken, wo du bleibst. Keiner kann mich davon abhalten, dass ich jetzt eine schöne Bootstour mache. Guck mal, ich habe keinen Hungerbalken mehr, habe ich aber trotzdem Hunger. Ja, Hunger habe ich trotzdem, ist ja blöd. Weiß ich gar nicht, wann ich krepier. Das wird echt ein bisschen blöd gemacht. Also das finde ich jetzt blöd. So. Ah, schön. Lalala. Guck mal, wenn ich auf dieses Fadenkreuz hier achte. Tintenfisch, oh, warte, ich muss kurz durchmanövrieren, weil wenn du so ein Ding rammst, dann ist das Buddha-Marsch. Ja. Genau so. Hallo, lieber Tintenfisch. Egal, hier hinten ist Land. Was ich sagen wollte, wenn ihr auf diese Mittellinie achtet, das ändert immer die Farben. Weißt du, hier so, hier auf dem hellen Sand so eher dunkel, hier auf dem Wasser eher hell. Hier unten immer weiß, weil es ja einfach Standardfarbe ist, glaube ich. Und auf der Sonne schwarz. Jetzt würde mich ja mich mal interessieren, ob das die Gegenteilfarbe im Prinzip ist. Also guck mal, hier ganz weiß, dann ist es ja schwarz. Bei blau, ich weiß nicht. Ich kenne mich mit Farben nicht so gut aus. Ob das immer so eine, ob das immer so eine bestimmte Deutung hat oder ob das einfach immer, weil ich auf dem Block ziele, eine bestimmte Farbe hat, was ich aber eher nicht glaube. So, das kann ich mir gleich nochmal ein Crafting Table machen, ich bin voll Idiot. Ich nehme ihn sogar mal mit. Tempel. Boah, weißt du, normalerweise würde ich jetzt so abgehen, so Tempel, ja, fuck yeah, und jetzt einfach nur Tempel. Also voll monoton, ich weiß gar nicht, was mehr los ist, ey. Nur weil ich so ein bisschen müde bin. So, Razer Games, ey. Razer Games. Ich glaube, ich nehme doch keine Folge mehr auf, weil ohne Spaß, ich glaube, so zu kommentieren ist vielleicht für euch nicht allen so super, für mich schon, weil ich dann mal ein bisschen zur Ruhe komme. Aber ganz ehrlich,
Razer Games auch ein bisschen Action beinhaltet und nicht so ein, weiß ich, ich möchte auf einen auch keine Displayer kopieren, weißt du? Irgendwie, weil ich glaube, bei vielen Let's Playern, bei kleineren Let's Playern ist ein bisschen das Problem, die wollen immer so jemanden nachmachen. Irgendwie, ob das jetzt Gronkh oder Debitor oder Pizmi oder sowas ist, ist ja egal. Aber ich glaube, darin liegt gerade der Fehler. Ich bin so idiotisch. Muss natürlich hier reingehen. Verdammt. Na super. Toll. Nee, was ich jetzt mal sagen, wir haben schon ein ganz anderes Thema, ne? Das ist voll krass irgendwie bei mir. Dass sie Gronkh oder Debitor nachmachen wollen. Und ich glaube, da liegt der Fehler, weil ich meine noch, ist doch irgendwie viel logischer, seine eigene Kommentierstilart, Flammeglück, Bann. Ja, ist okay. Tun wir mal das hier so rein. Weil ich meine, ich klinge gerade so ein bisschen wie Gronkh, muss ich sagen. Irgendwie immer so ein bisschen ruhiger. Weißt du, und ich möchte nicht so. Ich möchte eigentlich gar keinen Kupfer. Sattel, 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 Sattel. Also ich möchte eigentlich gar keinen kopieren, aber gerade mache ich es irgendwie so ein bisschen mit Gronkh. Weiß nicht, habe ich zumindest gerade so ein bisschen das Gefühl. Jetzt möchte ich aber mal Diamanten haben, ey. Na, immerhin Smaragd. Smaragd. Bei den kannst du da doch nicht wirklich was anfangen, ne? Wir können doch eigentlich so ein Brot mal eben essen, ne? Nam, 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 nam. Weil ich möchte einfach so meinen eigenen Kommentierstil haben. Und klar, in einem Let's Play macht man, glaube ich, immer nach. Es gibt einfach zu viele. Aber ich probiere halt trotzdem immer so ein bisschen so einfach den Razer Games zu sein, dass man sagt, nicht so sagt, er klingt so wie Gronkh, sondern er hat einfach seine eigene Kommentierstilart. Weil ich meine, wer möchte schon 10 Gronkhs haben im Prinzip? Oder 10 Dinas oder 10 Pizmeets? Weißt du, stellt euch mal vor. Oder stell dir mal einmal vor, jeder würde so kommentieren mit Gronkh. Das wird doch einfach voll scheiße. Da spielt es gar keine Rolle, ob der jetzt knapp 3 Millionen Abonnenten hat oder 100. Weißt du, es klingt einfach scheiße. Oder das heißt, es klingt scheiße, es ist einfach kacke. Das ist doch genauso wie, keine Ahnung. Bei Fastfood-Restaurant. Fastfood. Es ist doch eigentlich jedes Restaurant. Okay, ob es jetzt McDonald's oder Subway oder KFC oder so, also ja, ne, ihr wisst wahrscheinlich, weil das KFC muss ich jetzt nicht erklären. Ist auch eigentlich viel besser, so anstatt dass es 10 McDonald's gibt. Klar ist McDonald's gut, oder das heißt gut, ist okay, aber man braucht halt Abwechslung, ne? Und jetzt stellt euch mal vor, KFC würde sagen, okay, gut, McDonald's ist zwar die erfolgreichste Fastfood-Kette. Kopieren wir die doch einfach mal. Das wäre doch voll scheiße eigentlich. Und deshalb probiere auch ich so meinen eigenen Kommentierstil zu finden. Ne? Und das war jetzt übrigens die Folge über London und den Kommentierstil, denn ich mache hier wieder einen Schlussstrich, mache wieder Sendepause und ich nehme erst morgen wieder auf. Ist ja schlimm, wie ich hier gerade rede. Kannst du ja nicht machen. Ich habe ja vorhin noch ein bisschen Survival jetzt aufgenommen. Ich weiß gar nicht warum. Ich da so abgegangen bin und jetzt irgendwie so gut Leute, ne? Ich würde sagen, eine etwas ruhigere Folge. Bewertet das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in einer weiteren Folge von Minecraft. Tschüss. Danke, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeguckt hast, das freut mich sehr. Was mich aber noch mehr freuen würde, ist, wenn du mich abonnieren würdest oder mir einfach eine Bewertung da lassen würdest. Ganz einfach mit Daumen nach oben oder nach unten. Auch kannst du mir einen Kommentar zu dem Video schreiben, egal ob Tipp, Kritik oder sonst irgendwas. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in einem meiner weiteren Videos. Tschüss.